Herzlich Jetzt willkommen zur nächsten Folge Borderlands. Wir sind jetzt, glaube ich, schon bei du hättest 40. nicht herzlich willkommen sein müssen. Du hättest beim Starten einfach da hochgucken müssen. Wo ist man eigentlich hin? Also nochmal herzlich. So. So, das bin ich glücklich. Gut, wo ist die nächste Auto-Brumm-Brumm-Station? Am Arsch der Welt, lass uns da hochlaufen. Ja. Mann, neu so ein Chaot, wie das Auto geschrottet hat, Mann. Ja, wer war das nur? Ich spür's es doch nicht. Guck mal hier, die haben noch Waschmaschinen im. In der Wellblechhütte. Egal. Ich will jetzt mit wissen, wie da Wasser drin ist. Da Wasserleitung drin liegt. Naja, im Prinzip brauchen die ja gar keine Wasserversorgung für ihre Waschmaschinen, die brauchen einfach nur Stauraum. Ja. Ich meine, was ist besser als eine Waschmaschine hier in diesem riesigen Müllhaufen? Okay, vielleicht ein Behältnis oder ein Mülleimer. Nee, nur eine Waschmaschine. Als Maulmann. Und dann die Kiste. Kiste. Okay, hier gibt's was. Ui. Oh, irgendwas Interessantes schon drin. Ein Schild genauso stark wie meins. Ein Schild genauso stark wie meins. Ein schlechter wie meins. Säckelklasmut. Granaten und. Wer will hier Stress? Wer? Ah, da oben ist noch einer, so ein Chaot. Warum lädt der automatisch nach, Mann? Der Drecksack. Das ist genug Munition. Der Uli ist doch noch irgendwo so ein Pfosten. Hab's doch gerochen, ey. 30 sogar. Ja. Ich kann andere nicht von sich behaupten. So. Noch ein bisschen Muni mitnehmen. Für schlechte Tage. Ach, davor müssen wir. Warte, wo müssen wir hin? Ach, hier. Da geht's noch ein Stück weiter, alles klar. Hab ich Knopf gedrückt. Ach, Munikiste. Und jetzt noch die Overlook Station. Na, oh. Hätten wir dann zuerst hingehen können? Nee, weil da müssen wir auch noch für die Dingenquest rein, für die Hauptquest. Deswegen würde ich eigentlich sagen, wir gehen erstmal nach Althafen, oder? Althafen? Die Rauchsignal-Quest, boah, die kenne ich noch. Ja gut, da müssen wir für die Quest müssen wir erstmal reinlaufen. Ja, ja. Und dann ist sie ja schon erfüllt. Das ist toll. Hä, hey, weil das nicht mit dem Rauchsignal noch entfachen? Nee, das ist einfach nur gucken, was da drin ist. Das kommt doch aber danach dann noch, oder nicht? Nicht, dass es riechen würde. Komm gerade runter. Wir brauchen ein Auto. Ach, du hast ein Auto. Bin auf dem Weg, ja. Davon ist doch unsere. Ach ja. Middle of Nowhere Station. Mit dem Black Brett. Da ist dann alles. Ich gucke auch direkt mal im Laden, ob es hier was Gutes gibt. Was habe ich eigentlich so? Die Waffe ist, glaube ich, blau. Die war, ich weiß ich nicht. Die ist orange. Ich finde es, also bei Borderlands 2 sieht man ja, wenn man schon die Waffen scrollt, welche Farbe die haben. Ich würde mich gerade interessieren. Gibt es hier eine neue Quest? Ah, ne, hier können wir es abgeben. Oh. Das machen wir noch fragen. Ah, es gibt sogar eine neue Quest. Slither töten oder Slider. Gottloses Monster. Oder gottlose Monster. Die Waffen interessieren mich kein Stück. Die sind eher was für Alex, wenn überhaupt. Und ich hole eine Kiste. Google Money. In den Shop rein und du sagst, das ist was für mich. Hm. Dann machen wir erst Slider, das ist ja in der Nähe. Muss nur da hoch. Ich wusste, dass er. Genau, ich wusste, das ist das da oben. Ah. Ich habe wieder ihn Kopf drin. Alex, jetzt weiß ich doch da oben. Ah. Ich wusste, dass da ein Bossgegner war. Ich wusste nur nicht welcher. Da kann ich mal halt nie so genau. So, das ist geradeaus, oder? Ist das geradeaus? Ne, nicht ganz. Nee. Ist ein bisschen rechts. Hier rum. Aber wie gesagt, ne, die Rust kann man so West. Ne, East ist das. East. Ja. East und West halt. Die beiden Gebiete sind echt ziemlich groß. Und die sind schon in zwei Gebiete aufgeteilt, ne? Mhm. Hier hat man sehr viel Spaß, ja. Also ist klasse, ja. Also ist unfassbar, ja. Aber so ist das. So ist jetzt das Leiter. Oder Slither oder Slither oder was auch immer.
Komm mal ran, Mann. Ja, Schlinger. Ach, das ist so ein kleiner Kopf. Ah, guck mal. Wunder. LOL. Klein. Bleib drin, mach's tot. Das war der falsche Gott, oder was? Oder wie hab ich das verstehen? Welch Monstrum. Oh mein Gott, dieser Kampf, der war so hardcore. Geh mal wieder. Jo. Was war das? Ich hab mir den irgendwie... Irgendwie hab ich das gedacht, ne? So. Ich hab auch mich ein bisschen verwundert. Und das ist so... Dann so ein Ding da... Was ist denn das? Alter, fahr mal zurück auf... Ey, verpiss dich, Mann. Oh, da vor unten ist ein Explosiver. Was? Ich bin dran vorbeigefahren. Voll vorbeigehalten. Aber der Pfeiler mitgenommen. Hallo, man muss Prioritäten setzen. Jetzt hat sie ja mal kurz ein paar Hänger, warum auch immer. Haben wir die ganze Zeit doch schon. Husch. Wir geben gerade die Quest schon ab, ne, wenn wir schon dabei sind. Wir wollen schon hier durchfahren. Ja. So. Was gibt's denn da für eine Pistole? Oh, die sieht auch nicht schlecht aus eigentlich. Manchmal vergesse ich das Nachladen. Das will ich mir mal gerne angucken. Wo ist sie denn? Ne, das ist die Elephant Gun. The Dove. Zeig mal die Dove. Wow. Die verliert keine Muni, Alex. Die verliert nicht mal Muni. Bei meiner ist es nur, dass es regeneriert. Das Ding hat wirklich einen endlichen Schuss. Hörst du das? Ist sogar stärker als die vom Chrom. Zeig mal, wie viel macht denn deine? Wie viel Schaden? Oder sag mal. Meine 61. Ah, okay, gut, meine auch. Gut, ich fange hier meinen Revolver mit 235 rein. Ja, ne? Aber da kannst du halt draufhalten. Steck jetzt mal rein, Alter. Bin doch schon lang drin, Mann. So. Was haben wir noch? Ach, Old Haven. Erstmal nach Althafen, richtig. Ich will noch nicht in Janestown rein. Wobei. Ach, nee, komm, wir gehen nach Janestown. Alles. Old Haven müssen wir später eh noch storymäßig. Lass mich mal kurz gucken. Also, das ist hier drin und ich will nur noch abgleichen. Oh, das ist gar nicht. Ach, wir können nach Janestown rein. Wir müssen später. Also wir müssen mit dem Tyler Cobb reden und dann müssen wir nach Janice Cobb. Steven, dann müssen wir Janice Cobb töten oder so. Keine Ahnung. Dann lassen wir schon mal mit dem reden. Wo ist denn jetzt die Gurke? Die ist, glaube ich, dahinter, gell? Dann machen wir halt ein schnelles Treffen und... Weil, verpiss dich. Okay. Komm, fahr jetzt. Hui, Vollgas durch die Pampe. Bang. Am Gerüst für Klee. Hallo, Brücke. Hallo, Pfeiler. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Okay, da oben. Einfach da oben. Einfach du Gruppe. Und so hier. Alter. What? Hey, wo mir das Ding wieder steht, das hättest du gerade aufnehmen müssen. Ich hatte das voll im Bild, das war voll geil. Das kann man sich denken, dass das so ist. Entschuldigung. Ah, gut. Alex stirbt heute. Ein bisschen. Kann man nichts machen. Da hinten ein bisschen Stress. Viele Spinnen, Arschlinge. So, da hinten ist er. Da oben gehst du auch noch. Ach, da oben gehst du dann schon wieder weiter, gell? Ja. So, da ist Taylor. Schön, da können wir die Quest abgeben und. Genau, und Janice Cobb töten. Und wir sind Level up. Zack. Ja, komm, dann könnten wir den eigentlich auch töten und danach noch Old Haven gehen. Komm, knüppeln wir über den Haufen. Dann müssen wir eh noch in die andere Nebenquest rein. Geht aber weiter mit der Quest, ne? Ja, diese erstmal nur Janice Cobb töten. Die ja, und dann geht's weiter. Die Reihe geht ja dann erst weiter, aber bevor wir die weitermachen, können wir auch erstmal nach Old Haven gehen. Ich wollte jetzt eigentlich auch nur rein. Oh, ich bin echt vorgefahren, nur um
Ich wollte eigentlich nur entgegenfahren mit dem Ach, weißt du was? Wir hätten für die andere Quest gar nicht. Weißt du was? Bevor wir da. Wir machen erstmal die andere Funkstation. Ich bin total vorbei. Ich dachte, dass die Funkstation wäre in der in Janice Town. Deswegen wollte ich da nicht reingehen. Nicht, dass wir dann. Ja, oh Gott. Aber wir können einfach hier hochfahren. Und nein, nein, nein. Uns bei der Hand über den Haufen fahren. Und da drin einfach alles plätten. Hätte man auch tun können. Aber erst machen, dann denken. Immer gut. Ja, ja, nein, nein. So. Was ist hier los, ja? Hallo? Wer sucht hier Streit? Leider. Die Was machst du? Hat einer eine Sniper an Müller mal geschmissen? Vater Räuber. Was zur Hölle? Da ist übrigens ein lilaner Dingen-Mod, aber der ist voll kacke. So, hier ist übrigens eine Waffenkiste und zwei normale. Und die nächste Nebenquest wäre erledigt, aber das war glaube ich... Oh, da ist sogar was Blaues. Nimm so mit und verkaufst, ich bin relativ voll. Gut, dann nehme ich's mit. Ja, ich habe Level Up. Ich gerade mal den restlichen Schrott mit. Ich gehe hier noch ein bisschen was durch. Ah, das sogar. Ja, ich wusste doch, das ist noch eine gescheite Waffenkiste. Komm, zeig mal was Gutes. Oh Gott. Ich sagte was Gutes. Kein Scheißdreck. So. Wo ist der Janice Cop? Guck mal von hier da am besten hin irgendwie. Nee. Das ist viel zu weit nördlich. Da springe ich jetzt halt runter. Ich wollte gerade so richtig. Wieder, ne? So richtig ohne Kopf einfach irgendwo runterspringen, aber. Am Ende müsste man nur eine halbe. Runter? Ja. Am Ende müsste ich dann nur wieder eine halbe Folge lang durch die Gegend latschen. Ey, fahr nicht weg, Mann. Ich will gerade überlegen, ob es das bringt, hier rüber zu schanzen in Janice Town. Lass mich das machen. Was willst du? Kannst du machen. Okay. Okay. Jetzt habe ich eine Idee. Jetzt haben wir eine Idee. Jetzt haben wir eine Idee. Nein. Fail. Das ist aber echt gebracht, du. Verkalkuliert. Du König. Also die Genes haben wir uns... Oh. Die Genes, da denken sie, was ist das für ein Affentrupp da hin? Ja, stimmt. Oh Gott. Das 5 Meter Sprung. Das war immer voll schwul. Wo geht's denn da rein? Ach da. Erstmal gegen den Baum. Kriminellen kontrollieren den Zugang zur Trash Coast. Tu alles, was nötig ist, um weiterforschen zu können. Das ist die Trash Coast, ja? Die Müllküste. Ja. Erstmal randaliert in Janice Town. Erstmal reinrennen, alles knüppeln. Und Woody mitnehmen. Unglück. Und Zeug. I, knallharter Psycho. Oder hier waren auch ein paar Kisten, wo wir noch irgendwie irgendwann dran müssen. Wir müssen jetzt aber erstmal alles legen hier. Bis uns dann der Janice auf die Matte tanzt, dann töten wir dann auch. Ah, da ist er sogar schon. Er ist tot. Such Unterstützung on the way. Oh, brauchst du Krieg im Blut? Wer braucht Krieg im Blut? Hier steht bei der Waffe, der Meat Grinder. Kannst du dir gleich mal zeigen, wenn du willst? Oder lass mal einfach mal liegt da rum. Aber du Janice gekillt hast. Ah, das ist so eine coole Torch. Ja. Nehme ich mal mit. Alles Geld. Wieder dir, Alex.
Wieder hier? Ist einer versteckt. Ich will aber hier rein. So, jetzt müssen wir aber irgendwie an die Kisten kommen. Wie ging denn das? Ach genau, hier ist ein Laden. Erstmal mein Inventar leeren. Boah, die Waffe ist gar nicht mal so schlecht vom Damage, die Doll. Meat Grinder behalte ich mal. Ich bin ja generell immer so einer, der gerne die... Okay, sind hier so ein Tomber, ist scheiße. Ich bin ja generell so einer, der gerne die Waffen mit Spruch behält. Einfach nur, weil die einzigartig sind. Auch wenn sie total kacke sind, aber das ist ja egal. Ja, mal hier ist ein Waffenkissen. Ah, da sind noch ein paar Leute, die Streit suchen. Ja. Was hat der fallen lassen? Achso, nur eine normale Schrot. Die sah bei mir gerade irgendwie rot aus wegen meinem komischen Feld hier. Sniper für dich. Der oben hat noch 400 Damage, aber ansonsten sieht hier eigentlich nichts irgendwie irgendwas gut aus. Ja. Guck ich mal kurz, was hier noch drin ist. Ja, die 400 Damage löst jetzt mal die Flood of ab. Also die Flood of wurde von der Flood of abgelöst. So, da vorne ist aber noch irgendwo eine Dingen, eine Waffenkiste, weiß nicht, wie man da rankommt. Wo denn? Warte. Erstmal, okay, da vorne ist noch so eine normale, so eine Müllwaffenkiste. Die hier. Da ist eh noch Scheiße drin. War ja klar. Ist so leer aus. Was haben wir da? Die da. Muss man da nicht nochmal hin? Denk mal genau nach. Ich glaube, da kommt noch der Anna-Bruder oder nicht, oder wie war das? Der andere Dude, ja. Gut, dann kommen wir hier noch hin. Da ist ja noch ein Boss drin. Da er dann rauskommt. Richtig gut, dann knüppeln wir hier mal alles. Oder nehmen wir das Knüppeln? Knüppel. Ja, ja, ja. Da war noch was Blaues. Willst du noch töten? Noch gar nichts mehr da. Da war noch was Blaues, aber es ist nur. Ja, nee, scheiß drauf, das ist nur so ein Kackding. So ein Granatenmod. Dann gehen wir schnell zum Taylor, sagen, dass sein Bruder tot ist. Und dann wollte man aber bald nach Althafen. Jupp. Wie hast du das getrieben gerade vorhin, dass das Ding so geschlagen hat? Beziehungsweise vielleicht können wir das gerade noch so weit machen, bis wir dann auch... Ich weiß nicht, wir bekommen glaube ich sowieso noch Quests für Old Haven. Aber wir werden einfach mal sehen. Ja, Bruder ist tot. Herzlichen Glückwunsch. Neue Mission. Eric Franks. Wo ist denn der? Der ist weit weg. Ah ne, der ist in New Haven. Ah. So, die Frage ist, wollen wir jetzt... Ah, können wir gehen nach Old Haven. Ja, für die Old Haven Quest kann man New Haven dann auch gleich abgeben. Wir müssen ja bloß durchs Portal laufen, ist die Quest ja schon erfüllt. Aber wir bekommen dann noch mehr Quests für Old Haven, das weiß ich noch. Ja, natürlich bekommen wir noch mehr Quests. Aber da müssen wir glaube ich wirklich nur durchs Portal latschen. War ich überhaupt richtig gerade Richtung Old Haven? Ja. Ja, ne? Immer der Nase nach. Immer den brennenden Dinger nach, ne? Immer der Nase nach. Erstmal irgendwo durch die Gegend gurken und irgendwo dran rotzen. Da ist es doch. Durch dieses Ding geht's nach Old Haven. Ich glaube, das ist ja auch das erste Mal, wo man gegen die Landsoldaten kämpft, oder? Die hier auf dem Bild hier sehen könnt. Crimson Lands. Ja, die meiner Meinung nach coolsten Einheiten. Also die coolsten Gegnereinheiten. So. Jetzt sind wir hier überall tote Banditen. So, die Frage ist jetzt, müssen wir die echt in New Haven abgeben? Ne, die müssen wir in Old Haven abgeben. Ja. Wir machen die Tür wieder zu. Ach, hier, an dem Kerl. Überall Tote. Jetzt genau hier. Jetzt kommt das hier mit dem, genau. Na dann. Das wird jetzt ein riesiges Gemetzel. Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr in die Folge passen. Weil wir nur noch 2 Minuten haben. Die Frage ist, wo man Ach, die Tür da und zu. Eigentlich abgeben gehen und dann nächste Folge dieses riesen Gemetzel veranstalten. Ja, wir müssen aber, wir haben ja die Quest jetzt schon abgegeben, wir müssen jetzt hier das Gemetzel veranstalten. Nein, noch eine abzugeben in Dings, New Haven. Also willst du erst nach New Haven und dann gehen wir gerade hier wieder weiter oder was? Ja, wir können noch Eric Franks gleich abgeben. Richtig, dann machen wir das und dann wissen wir ja, dass wir in der nächsten Folge dann bei Old Haven. Das wird doch lang dauern, ne? Das ist nämlich ein hartes Gemetzel in New Haven, aber das, in ja. Old Haven, aber das wird geil. Mein Lieblingsgebiet. Ja, ich finde, ja. Also das ist auch riesig, ne?
Ja. Wo ist unser Auto? Ich hasse euch alle. Es ist despawned. Ja, ich weiß. Nein, es hat einer geklaut. Ich bin mir sicher. GTA hat einer geklaut. So, egal. Dahin ist es. Am anderen Kammerjäger vorbei, der einfach eingestiegen ist. Richtig, ich hätte gedacht, oh, das sind so ein paar Pisser, die laufen Richtung Old Haven. Klaue ich mal das Auto. So, ist mir jetzt auch wurscht, wie lange die Folge noch gehen soll. Ich sage ja eigentlich immer 20 Minuten, aber ich will jetzt noch die Quests abgeben, damit wir wenigstens überhaupt was geschafft haben. Am Ende. Als Ausgleich für die ersten 3 Minuten. Ja, richtig. Die hart für den Arsch. Keiner gehört und keiner gesehen, dass wir hier verkackt haben. Die haben alle schon vorgespult. Die sind ganz normal. Nein, bitte nicht pink, bitte nicht pink. Okay, orange. Damit kann ich leben. Ein bisschen farbischer Unterschied. Ja, das ist aber wieder wahr. So. Folge der Rakete. Warte mal. Wo ist denn die nächste Station? Ach, egal. Gucken wir einfach. Da hinten ist doch eh der Brückenübergang. Guck mal, eh gescheit rüber einigermaßen. Nee, warte mal, wo ist denn die? Wir müssen doch einfach nur zum Dingen fahren. Hier zur Middle of Nowhere Dingen. Ja. Ist das jetzt gerade hier unten rum? Ja, genau, hier oben. Ich komme viel zu oft auf die Karte, Mann. Kann man nichts machen. So, da vorne ist es auch schon. Gut, in dem Gebiet kenne ich mich halt auch nicht aus. Da muss ich wirklich immer auf die Karte gucken. Warte mal, konnte man hier überhaupt? Ja, man konnte hier. Weg teleportieren. Ah ja, da oben, ne? Schub erstmal in den Job rein. Alles klar. Hab Zeit. 3 Minuten. Oh, das könnte vielleicht was für dich sein. Oh, gut. Zeig mal. Das könnte echt was für dich sein. Feuerrate 12,5. Die sieht nicht schlecht. Die nehme ich mir mal. Die gönnen wir uns mal kurz. Die macht nämlich mehr Damage als unsere alte, oder? Oder doch nicht? Die hat eine Feuerrate von 12,5. Ja, und, pst, es lohnt sich, sie macht ein Damage mehr. Oh. Und es ist vor allem Explosion mal 3, also es ist okay. Es ist okay. Und es geht halt gut ab, das Ding. So. Jetzt gehen wir noch nach New Haven und geben die restlichen Quests ab. Ja, mach mal hin. So, wo könnte man denn überall abgeben? Einfach nur bei der Helena, gell? Ja. Beide. Ja, kann ich was für dich tun? So. Ah ne, hier nur die eine können wir abgeben. Aber gut, das haben wir jetzt getan. Ach na, stimmt, wir wollten wir gar nicht machen, glaube ich, oder? Ja. Ansonsten, genau, müssen wir jetzt in Janestown, Eric Franks. Ne, der ist doch auch irgendwo hier. Der ist hier. Irgendwo. Das können wir in der nächsten Folge machen, oder? Ja. Der ist da hinten. Ja, dann machen wir das in der nächsten Folge. Würde ich sagen, bis dahin. War da jetzt noch irgendwas im Laden drin? Was Gutes? Nein, nicht nur Scheißdreck. Und der ist zu. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir sind in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.